Können Sie sich eigentlich einen Maurer vorstellen, der einfach blind links drauf losmauert? Vorstellen kann man sich das schon, aber es ist auch kein Problem, irgendwie eine Mauer hochzuziehen oder darüber nachzudenken, wo dann die Fenster hinkommen, wo eine Nische ausgespart werden muss, wo da ein Einbau vorgesehen ist oder ein Anbau vorgesehen ist. Vorstellen kann man sich das schon. Und man will so ein Haus gar nicht sehen, schon gar nicht drin wohnen. Bezahlen so etwas auch nicht. Wenn Handwerker nicht mit Kopf und Verstand zu Werke gehen, dann darf man sich nicht wundern, wenn am Ende irgendetwas schief läuft, wenn ein Fenster vergessen wird, etwas nicht richtig abgemauert ist. Und wenn ein Maurer nicht immer wieder innehält, um mal auf den Bauplan zu schauen, da kommt am Ende nichts Vernünftiges heraus. Zumindest das nicht, was man sich vorgestellt hat. Liebe Schwestern, liebe Brüder, den Bauplan zu studieren und nicht nur am Anfang, sondern immer und immer wieder nach jedem Abschnitt einmal innezuhalten, genau hinzuschauen, sich ein Bild zu machen, welche Anforderungen der erste Abschnitt, nächste Abschnitt mit sich bringt, welches Rüstzeug ihr für den nächsten Abschnitt braucht, das ist eine unablässige Voraussetzung, damit ein Bauwerk gelingen kann. Und ich glaube, genau das ist es auch, was das Evangelium sagen wird. Maria sitzt da und lässt für einen Augenblick mal alles stehen und liegen und studiert den Bauplan. Denn unser Leben hat tatsächlich einen Plan. Und der ist genauso schwer zu lesen wie die Entwurfzeichnungen auf einer Baustelle. Dazu braucht es Spielraum. Ich muss wissen, was die unterschiedlichen Zeichen auf dem Plan zu bedeuten haben. Und vor allem ganz genau hinschauen. Sonst erkennen wir am Ende genau das, worauf es ankommt. Und nichts anderes macht Maria. Sie hält inne, sie wird still und hört in sich hinein und lässt sich von Jesus her die Richtung aufzeigen. Und das ist in der Tat notwendig. Genauso notwendig wie das Studium eines Bauplanes auf einer Großbaustelle. Und nichts anderes, so denke ich, nichts anderes sagt Jesus mit der heutigen Evangelienstelle. Was er nicht sagt, und man darf das Evangelium auch so nicht falsch interpretieren, er sagt nicht, dass die anderen schuften und ich mache einen auf fromm und höre dem Jesus zu, mache mir einen sauren Hemd. Er sagt nicht, es ist besser, sich hinzusetzen und zu genießen, während die Schwester über beide Ohren im Chaos steckt. Und er hat vollstes Verständnis dafür, dass ich sauer bin, wenn andere ihren Hintern gebucht bekommen und nicht mal wieder alles alleine machen darf oder ihren Dreck nachräumen darf. Jesus geht es nicht um die Rechtfertigung von Faulheit und Trägheit. Aber ihm geht es um den Bauplan. Um den Bauplan unseres Lebens, den es zu studieren gilt. Immer wieder. Wer immer nur auf Hochtouren läuft, wird sich keine Ruhe gönnen. Von morgens bis abends unter Strom steht und nur noch auf das blickt, was es gerade zu tun gibt, der steht in Gefahr zu werden wie so ein kopfloser Maurer, der einfach nur losgemauert hat. Und am Ende führt er nichts raus.
wer immer nur vor sich hin ackert, ohne Pause, der könnte sein, dass am Ende seines Lebens vor der Bauruine seines Lebens steckt. Damit der Bau gelingen kann, muss man trotz aller Hektik, trotz allem Handlungsdruck immer wieder mal einen Gang rausnehmen, zur Ruhe kommen, den Bauplan zu studieren. Maria hat das offenbar begriffen. Deshalb hat sie den besseren Teil erwählt. Jesus, kann ich mehr tun, als uns das ganz kräftig ans Herz zu legen? Das zu begreifen und vor allem in unser eigenes Leben umzusetzen. Das müssen wir dann schon selber tun.